Wir werden nachher inshallah nochmal in Musnad Ahmad ibn Hanbal, weil er meinte, Ahmad hat das nicht erwähnt. So, dann gucken wir, ob Ahmad nachher darin erwähnt hat oder nicht. So springen wir zu dem nächsten Thema, woran die Schiiten oder worauf sich die Schiiten stützen und beharren, dass das wegen Ahle, dass das ein Beweis ist, dem Weg von Ahl al-Tashayyu zu folgen. Lesen wir nochmal in seinem Buch, aber ein anderes Thema, was er verleugnet hat. So lesen wir in Band 7 wieder, auch Band 7, Seite 238, folgendes. So. Er redet natürlich hier, er widerlegt, versucht er zu widerlegen, unser Imam Ibn Mutahhar al-Halli, Salamullah alayh und Ridwanullah ta'ala alayh, er versucht hier das zu widerlegen, was Ibn Mutahhar al-Halli bestätigen konnte durch sunnitische Überlieferung, durch sunnitische Quellen, dass dieses Hadith über Rasulullah. Erstmal hat er gelogen über Allah, über Surat al-Ma'idah hat er gelogen. Jetzt gehen wir zu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Was hat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam gesagt? Er sagte, فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ عَامِدًا مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. Das heißt, wer über mich absichtlich lügt, normalerweise ohne absichtlich, steht das drin, wer über mich lügt, soll sich seinen Platz in die Hülle reservieren. So, das heißt, wer über Allah lügt, er ist Salim, er ist Frevler. Und die Frevler sind die in der untersten Stufe in der Hülle, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Jetzt, wer über Muhammad sallallahu alaihi wa sallam auch lügt, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, dass er in die Hülle gehört. So, jetzt gucken wir, ob er auch über Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam gelogen hat. Er hat schon, haben wir nachgewiesen, da gibt es auch andere Beweise natürlich, das werden wir alles, inshallah, wenn wir die Allah subhanahu wa ta'ala uns das Leben gibt, alles nachgucken, wie er gelogen hat. Und mit Beweisen natürlich das vorliegen. So haben wir das bestätigt. Jetzt, dass er über Allah gelogen hat. Und Allah sagt, dass diejenigen, die über ihn lügen, sind Frevler. Und die Frevler sind mit Dark al-Asfali min al-Nar, sind in der untersten Stufe von der Hülle. Jetzt lügt er über Sunnah. Hat er über Kitabullah gelogen. Jetzt lügt er hier über Sunnati. Er sagt über den Hadith, إني تارك فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا أو لن تضلوا أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض. Das heißt, ich hinterlasse euch zwei Dinge, wenn ihr euch daran haltet, werdet ihr nie verloren gehen. Das Buch Allahs und meine Familie, meine eigene Familie, und sie werden sich nicht trennen, bis sie mich da in Haud al-Kawthar treffen oder Haud al-Jannah treffen. So, was sagt er, Ibn Taymiyyah? Er sagt über diesen Hadith hier, das ist Minhaj al-Sunnah, damit man nicht denkt, dass wir ein anderes Buch nehmen. Minhaj al-Sunnah von Ibn Taymiyyah. So, guck mal, was er hier dazu sagt. وَأَمَّا قَوْلُ وعترتي أهل بيتي وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض فهذا رواه الترمذي. Er sagt, und Punkt macht er vorne, dass dieser Hadith, ne? عترتي أهل بيتي وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض فهذا رواه الترمذي. Das heißt, Termedi hat das erwähnt. Punkt. So, das heißt, niemand anders, meint er, oder wie? Oder wie versteht ihr das? Wenn er sagt, Rawahu Tirmidhi, und Tirmidhi ist einer von den Sunnen, das sind die sechs Bücher, die sechs Sihah, sechs authentische Bücher. So, وَقَدْ سُئِلَ, guck mal, hier kommt die größte Lüge hier. وَقَدْ سُئِلَ عَنْهُ أَحْمَدْ ibn Hanbal فَضَعَفَهُ. Das heißt, Ahmad ibn Hanbal wurde darüber gefragt, über diesen Hadith, über Ahl al-Bayt a.s. Er sagt, das ist schwach. Er hat das für schwach gestuft. Über Ahmad ibn Hanbal, meint er. Ibn Taymiyyah. So.
وضعفه غير واحد من أهل العلم. Ne? Das heißt, mehrere von den Leuten des Wissens, Leute des Wissens haben das auch für schwach gestuft, diesen Hadith. Jetzt gucken wir Ahlul-Ilm, was sie sagen, ob sie wirklich das für schwach gestuft haben. Und gucken wir, was Ahmad ibn Hanbal in seinem Musnad sagt darüber. Und dann gehen wir zu dem ein Ex-Anhänger, ein höchst hochgesehene Person, nämlich Nasr al-Din al-Albani von Ahmad ibn Hanbal, was er dazu auch sagt, ob er das glaubt, was Ahmad ibn Taymiyyah sagt. So, dazu, damit wir jetzt gucken, in Band 3 von Ahmad ibn Hanbal. Gucken wir, was er dazu sagt. Band 3 von Ahmad ibn Hanbal, Musnad Ahmad ibn Hanbal, Seite 388. So. Gucken wir, was er sagt. 388. So. Ich gebe euch auch die Nummer von den Hadith, damit ihr auch nachvollziehen könnt, was ich hier bespreche über Ahmad ibn Taymiyyah. Also, er meint, Ahmad ibn Hanbal hat diesen Hadith fürs schwach gestuft. So. Jetzt gucken wir, wie oft Ahmad ibn Hanbal diesen Hadith in seinen Musnad, ne? Das heißt, ein unterstützter Hadith ist das. Musnad Ahmad ibn Hanbal. Der Hadith, der unterstützt ist. So. Und wir gucken nachher, wie mit dem er sich widerspricht, indem er sagt, dass Ahmad ibn Hanbal nie einen Hadith von einem Lügner geliefert hat. So, hier hat er gesagt, Ahmad ibn Hanbal, ne, wurde gefragt über diesen Hadith in seinen Minhaj al-Sunnah, sagte er, dass Ahmad ibn Hanbal für schwach gestuft hat. Jetzt gucken wir Hadith Nummer 10.720. So. Haddathana Abdullah, haddathani Abi, haddathana Aswad ibn Amir, akhbarana Abu Israel, يعني إسماعيل ابن أبي إسحاق الملائي عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم hat gesagt, dass dieser Hadith ist über Abdullah, steht hier in Ahmad ibn Hanbal, Musnad Ahmad ibn Hanbal, ne? Was sagte Ahmad? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم الثقلين. Ich hinterlasse euch zwei gewichtige Dinge. Ahadahuma akbar min al-akhar. Ein ist größer als der andere. Kitab Allah, das Buch Allah, Hablum Mamdud, ist ein gehängter Seil min al-sama, von den Himmel bis auf die Erde oder bis zur Erde. Und wa'atrati ahlabayti. Wa'atrati ahlabayti. Hier bitte. وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. So, Ahmad ibn Hanbal, Hadith Nummer 10.720. Das dieser Hadith wurde erwähnt von Ahmad ibn Hanbal. Er sagt hier, Ahlul Ilm haben das nicht erwähnt. Ahmad ibn Hanbal ist der Imam von Hanabila, der Imam von den jetzigen Salafiten. Ist nicht von Ahlul Ilm, ist nicht Mann von den Gelehrten, Leute des Wissens. So, jetzt erstmal das. Gucken wir weiter. Das war in Band 3. Hadith Nummer 10.720.